Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen WOT-Runde. Mein Name ist Rampage und ich fahre heute den Panther. Moment, ich will mal einen Ton kurz einstellen. Ich fahre heute den Panther für meine Brandmission Feuerteufel MP12 für den T55 Alpha. Und wir starten gleich zu Beginn des Gefechts hier runter auf diese Linie, weil, ja, das müssen wir ausschalten. Und diese Mission kostet mich oder hat mich ungefähr 3 Monate meiner Zeit gekostet. Man macht sie ja nur parallel, aber man schießt schon immer so auf diese Weak Spots. Aber jetzt hat es geklappt und ich zeige euch, wie es bei mir geklappt hat. Ich hoffe, euch bringt das etwas. Der Panther, warum der Panther? Weil der Panther 7,5 mm hat und eine hohe Kaliberlänge. Das bedeutet, 10 Kaliberlängen fliegen die Mumpel noch in den Innenraum weiter. Das entspricht ungefähr so 70 cm. So, wir schießen da unten bei den KV-85 in den Treibstofftank. Ich halte mal kurz an, wo habe ich hingeschossen? Hier kann man reinschießen oder hier oben auf die Seite zwischen den ersten und zweiten Kettenrad. Hier oben auf jeden Fall rein. Dann fängt er an, Feuer zu fangen. Und das hat er jetzt beim ersten Mal. So. Oh, da trifft mich die Artillerie. Diese kleine hässliche FV-Kacke. Da kommt ein T-28 an. Was der vorhat, keine Ahnung. So, wir schießen ihn da hinten in den Treibstofftank rein, aber er will anscheinend nicht so richtig brennen. Alle 3,7 wie der Cromwell schießt der Panther, hat aber eine bessere Panzerung. Ja, Artillerie, da musst du ein bisschen ausschlafen. Ja, nicht getroffen. So, frontal kommt er natürlich durch, der KV-85. Und wieder dieselbe Stelle anvisiert. So, und jetzt beim nächsten Schuss. Ich halte an. Ich habe wieder auf diese Stelle hier oben geschossen und er brennt. Hatte einen automatischen Feuerlöscher, was aber völlig egal ist. Er hat gebrannt und somit habe ich meine Mission erfüllt. Das schreibe ich natürlich voller Überfreude erstmal in den Game Chat. Das ist natürlich toll. Habe bis jetzt 1700 Schaden gemacht. Und ich finde, der Panther ist eigentlich die idealste Maschine dafür, weil aufgrund seiner hohen Durchschlagskraft und Kaliberlänge er da nun mal die beste Möglichkeit dafür ist. Man kann es auch mit einem T-34-85 schaffen. Und ja. Aber mir ist dann doch der Panther etwas lieber. Da kommt ein IS. Den hämmer ich jetzt erstmal schön in den Turm rein. Verdammt. Und jetzt mache ich einen Fehler. Ich fahre zurück. Warum? Weil ich Angst habe, ich werde getroffen von dem IS. Das ist aber jetzt der falsche Gedanke gewesen, denn der Panther hat eine ziemlich hohe Schussfolge. Und hätte ich mir einen Schuss höchstens gefangen, hätte ich ihn dann rausgehämmert. Ich mache ungefähr mit 3 Schuss denselben Schaden wie er. Und würde ihn aber trotzdem dann rausnehmen können. Und so machen wir Pikabu und da verliere ich natürlich, weil der hohe Alpha
So, liebe Freunde, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben die Brandmission Feuerteufel abgeschlossen, haben einen Sieg errungen, Feuerteufel erledigt. Goodbye, ciao, Tschüssikowski, wie man auch immer sagen mag, du Drecksmission. So, zur Auswertung. Ich habe 2312 Schaden geschossen, 1004 Erfahrung, ein Kill. 29.005 Credits mit Premium-Account und mal 2, 3.012. Ich guck's mir nochmal an. Das ist einfach Feuerteufel erledigt. Erledigt bist du, du hässliche Scheißmission. Jetzt kann ich meinen Skin-Mod, der eigentlich mir überhaupt nichts gebracht hat, auch wieder entfernen. Ja, Panther. Der Panzer, mit dem ich es eigentlich angedacht habe, auch dies zu machen, hat funktioniert. Sehr glücklich gewesen. A44, A43, meine Neuanschaffung extra geholt dafür und hat mir nichts gebracht. Naja, aber mit dem Panzer. So, was haben wir denn als nächstes mittleren Panzer? Das sind übrigens die letzten Missionen, die ich machen muss. Die drei Missionen oder zwei davon muss ich auf jeden Fall schaffen. Dann habe ich den 55 Alpha. Zerstören Sie mindestens zwei gegnerische Jagdpanzer, die eine Stufe über Ihrem Fahrzeug liegt. Machen Sie mindestens 2000. Ich muss es gewinnen und überleben. Ich habe mir dazu auch schon Gedanken gemacht. Und zwar wird das entweder mein T34-3 werden oder mein Objekt 416. Warum? Weil das Objekt 416 eine sehr hohe Schussfolge hat mit 6,6 Sekunden und macht pro Schuss zwischen 240 und 400 Schaden. Alle 6,6 Sekunden. Er ist sehr klein, er hat einen sehr guten Tarnwert und somit ist er eigentlich das beste Fahrzeug für diese Mission oder dann halt dem 34-3. Da er einen sehr hohen Alpha bis 488 hat, aber leider 13 Sekunden Reload. Naja, aber somit könnte ich kurzfristig auf HE wechseln und dann eben Gegner rausflacken mit einem sehr hohen Alpha. Muss man dann schauen, aber ich werde es auf jeden Fall mit den zwei Panzern probieren. Das werden wir dann auch sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Gefecht. Mein Gott ist ein Panzer.